Moin, mein Name ist Ingo und das ist mein Kanal. Moin, ich bin's wieder, euer Ingo. Heute ein kurzes Video, aber wurde gefragt, weil es wurde gesagt, ja, man hat das schon mal gehört, dass das geht, wie geht das? Fehler auslesen. Jeder Dodge Ram, zumindest in der Generation 3 und 2, können auf jeden Fall selber mehr oder weniger ihren Fehlerspeicher auslesen. Das geht wieder ganz normal mit dem Schlüssel, mit dem Zündschloss natürlich. Ich zeige euch jetzt, wie es geht. Ich werde euch unten in die Beschreibung einen Link zu der Fehlerliste, wenn ich machen oder beziehungsweise euch nochmal ein Bild dazu machen, dass ihr sehen könnt, was der Fehler bedeutet. Weil im Tacho passiert Folgendes. Also wie das geht, zeige ich euch gleich. Aber es laufen dann, wenn Fehler kurz anstehen, die jetzt bei mir natürlich nicht anstehen, laufen Fehler kurz durch. P4000 irgendwas, P4020 und so weiter. Und dazu gibt es eine Liste, was der Fehler bedeutet. Am Ende steht dann, ja, also für erledigt, weil er löscht den Fehlerspeicher gleichzeitig. Also er versucht, die Fehler zurückzusetzen. Ja. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Wir stecken gleich den Schlüssel ins Zündschloss, machen dreimal die Zündung hintereinander an. Also an, aus, an, aus, an. Ja. Und dann laufen unter dem Drehzahlmesser die Fehler kurz durch oder, wie ihr es gleich bei mir sehen werdet, da wird dann stehen für erledigt, weil ich habe nichts drin, dementsprechend löscht er das. Heißt, Zettel und Stift dabei haben. In dem Fall, wenn da Fehler sind, dann könnt ihr euch die Fehlernummern nämlich aufschreiben, weil wenn er sie löscht, sind sie ja erstmal weg und ihr könnt danach hinterher nochmal nachvollziehen, was sie überhaupt bedeuten. Ja? So, also wir stecken jetzt den Schlüssel ins Zündschloss und machen dreimal die Zündung an und beim dritten Mal halten wir sie. 1, 2, 3. Jetzt steht dort dann. Ja, normalerweise würden dort jetzt die Fehlerspeicher durchlaufen, also die Fehlernummern durchlaufen. Da jetzt aber natürlich keine vorhanden sind, steht dann nur in dem Fall dann. Wie gesagt, Zettel und Stift dabei haben, dann könnt ihr euch das aufschreiben. Die Liste, die zeige ich euch nochmal gleich, oder beziehungsweise ich werde sie verlinken, wenn ich sie online habe, aber die ist online. Ja, somit könnt ihr erstmal, zumindest wenn er was hat, zum Beispiel die Motorenlampe an ist, die ist jetzt natürlich bei mir nur an, weil ich Zündung an habe. Wenn die jetzt angeht, dann könnt ihr zumindest den Fehler entweder löschen, ja, wenn er sich mal irgendwie verschluckt hat oder ähnliches. Oder ihr wisst zumindest, was er hat. Ja, ganz einfache Geschichte. Ja, wie gesagt, ganz einfache Sache. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Link, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Wer mich unterstützen will, PayPal.me ist auch unten drin. Bis zum nächsten Mal. Danke.